Und herzlich willkommen zurück zu Elden Ring. Ich befinde mich jetzt nochmal in der Tavernenfeste, denn ich glaube, wir sind beim letzten Mal gar nicht in den Raum gegangen. Das hatte ich eigentlich vor, nachdem wir in den beiden anderen Räumlichkeiten so war, und dann habe ich das so irgendwie wieder verpeilt. Wir haben nämlich immer noch nicht geguckt, was es so für Malekiths Echo gibt. Die Finger sind auf jeden Fall noch da, also scheint alles beim Alten zu sein. Ja, doch nicht. Enya ist tot. Ich kann aber noch alles machen. Okay, sind jetzt alle Fingerleserinnen tot? Kraft der Echos. Okay, was haben wir hier? Malekiths schwarze Klinge. Riesenschwert. Standardstich. Eine Glaubenswaffe. Okay. 20 Glaube, Stärke 34. Interessant. Malekiths schwarze Klinge, die einst von der Rune des Todes erfüllt war, ein trauriger Schatten ihrer einzigen Pracht. Nachdem ein Fragment des Todes in jener schicksalsträchtigen Nacht gestohlen wurde, band Malekith die Klinge an sein eigenes Fleisch, damit nie wieder jemand den Tod bestehlen würde. Ja, wenn ich das mal verstehen würde. Einzigartiges Talent ist der Schicksalstod. Befreit die Überreste des Schicksalstodes und rammt das Großschwert in den Boden, um viele Klingen zu entfesseln. Der Angriff verursacht sofort Schaden, reduziert die maximalen LP des Gegners und verringert LP kurz kontinuierlich weiter. Ja gut, das eigentlich, was er auf uns eingesetzt hat. Also das typische schwarze Flamme-Kram halt, dass es die LP auch danach noch weitergehen. Und dann auch die maximalen LP halt verringert werden, so wie wir das von der schwarzen Klinge halt kennen. Ist auf jeden Fall ein bisschen kaputt da oben. Ja, nice Schwert. So, was haben wir hier? Eine Anrufung. Eine Macht aus Malekiths Echo. Der Zauberer erschafft die Illusion einer schwarzen Klinge und springt dann vorwärts, um einen Wirbelhieb auszuführen, der eine Welle aus Licht erzeugt. Ihr könnt mit einem weiteren Angriff nachsetzen. Diese Klinge war einst vom Schicksalstod erfüllt. Sie verursacht nicht nur Schaden, sondern reduziert auch die maximale LP der Gegner und verschlingt für sehr kurze Zeit ihre aktuellen LP. Also sozusagen der Effekt, der hier drauf ist, nochmal als Zauber, oder wie? Also noch ein bisschen anders, klar. Aber so ein bisschen Effekt klingt gleich. Auch wieder richtig nice. Also richtig geile Sachen gibt es hier, muss ich echt sagen. Also, ey, man muss echt sagen, so genau für meinen Bild wirklich wenig. Ich sehe hier sehr oft so Quality Glaube zum Beispiel. Hier dann Stärke Weisheit. Da wieder Stärke Glaube. Was hatten wir hier auch so Stärke Glaube? Das kommt recht häufig vor. Hier Weisheit, da nur Stärke oder beziehungsweise Quality-Waffe, ich bin mir nicht ganz sicher. Hier nur Weisheit, obwohl es so ein Flegel, ne? Weisheit Geschick ist das hier eher. Also, das kommt schon sehr oft vor, dass das so immer so in eine Richtung gefühlt geht. Aber genau Geschick Arkan hatten wir, glaube ich, nur bei Morgott. Oder? War das überhaupt Geschick Arkan? Ich bin mir gar nicht ganz sicher. Muss ja eigentlich, ne? Ich meine, wir haben die ja getragen. Eine ganze Zeit lang. Oh, ich habe die gar nicht mehr drin. Ich muss die sowieso mal wieder aufräumen. Moment. Kann man jetzt die Rüstung auch bekommen? Sieht so aus. Da. Das sieht schon mal richtig geil aus. Was kann man hier eigentlich? Radahn Speer. Großpfeile kann man hier kaufen. Für 800 Runen. Oh, that's good to know. Ein Bestienhelm. Warum ist da eigentlich meine Maus? Geh mal weg. Ein Bestienhelm aus schwarzem Eisen mit Goldverzierung stammt von Malekith, der schwarzen Klinge. Malekith, Königin Marikas treuer Halbbruder. Halbbruder? Ach was. Besaß eine vom Schicksalstod erfüllte Klinge und wurde von allen Halbgöttern gefürchtet. Aber die Helden wussten, was auf dem Spiel stand. Genau das machte sie ja zum Helden. Okay. Ich verstehe wieder weniger. Mann, jetzt zum Ende des Spiels verstehe ich gar nichts mehr. Diese Rüstung sieht auf jeden Fall ziemlich cool aus. So cool, dass ich die auf jeden Fall mal haben möchte. Mal gucken, ob ich die trage. Eine Bestienrüstung aus schwarzem Eisen mit Goldverzierung. Stammt von Malekith, der schwarzen Klinge. Malekith, bla bla bla. Achso, das ist der gleiche Text nochmal. Okay, wie viel brauchen wir? 10, 20, 35 und
45.000 Runen. Mein Gott, ey, das sind echt viele. Haben wir hier nochmal andere Sachen? Wenn ich das hier fünfmal einsetze, zum Beispiel. Oh, ups. Viermal hätte auch gereicht, oder? Ja, dreimal nicht. Viermal. Fünfmal war ein bisschen too much. Nee, hier nicht. So, dann kaufen wir mal das, kaufen wir das, das und das. Ach so, wir hatten schon. Ich dachte gerade so, hä, aber das haut immer noch nicht so ganz hin mit fünfmal. Wir hatten noch 20.000 Runen. Ups. Ich war schon richtig mit meinen Sachen. Radar und Spineschutz. Ja, ich weiß, ich könnte jetzt noch die anderen Rüstungen hier kaufen. Werde ich vielleicht auch irgendwann mal machen. Aber das passt jetzt schon. So, jetzt können wir die mal anprobieren. Hier. Okay, 5,5. Mal ganz kurz Vergleich. Ist schon deutlich schwerer. Aber auch ein bisschen besser ist die dann auch schon. Warum gibt es da eigentlich immer noch keinen guten Vergleichswert? Der ein Bestienhelm aus schwarzem Eisen mit Goldverzierung stammt von Malikas der Schwarze Klinge. Okay, das, der obere Text ist halt manchmal anders. Okay, ui. Ja, das geht schon ab. Das geht schon ein bisschen so in die Richtung von Radan, ne? Mit Radans Rüstung, mit dem roten, mit der roten Mähne. Ich glaube, das ist mir ein bisschen too much. Nee, wait, das ist falsch. Das hier muss ich anziehen. Schwarz-Gold gefällt mir aber. Also es ist schon so ein Stil, den ich gerne mag. Ja, ist schon cool. Aber ich glaube, mir gefällt meine Anrüstung trotzdem besser. Aber ist trotzdem schon eine coole Rüstung. Ja, okay. Dann switchen wir mal zurück. Beziehungsweise ich würde jetzt mal einfach mal sowas hier ausprobieren. Ja, kann man machen, aber wie gesagt, unsere Rüstung sieht da immer noch besser aus. Die passt mir persönlich wirklich perfekt. Man könnte jetzt so Teile davon nehmen. Das Einzige, was ich halt mal ändern würde, wäre vielleicht das Kopfteil bei uns. Dass wir einfach nur sagen, wir ändern mal das Kopfteil und die Kapuze so ein bisschen. Wo haben wir das denn jetzt? Da, das ist das. Also, sowas wie Blights Kopf oder sowas fand ich schon ziemlich cool. Nee, immer noch nicht. Warte mal, nee, das... Warte mal, war das die überhaupt? Nee, das ist die Zamormaske. Welche erhöht nochmal die Blutungsschaden? Auch irgendwie so eine weiße Maske von Warre war das eigentlich die, ne? Ja, wunderschön. Die Kapuze finde ich immer noch ganz cool. Von Fia. Oder die hier. Aber da ist unsere echt noch am besten, muss ich echt sagen. Ich weiß gar nicht, wo die weiße Maske... Da ist die weiße Maske von Warre. Ja, die würde mich stärker machen. Tja, es tut mir leid. Die sieht aber ziemlich blöde aus. Da muss es einfach bei der Maske bleiben. Ja, wenn hier mal das Ding komplett drüber gehen würde, dann fände ich das hier ziemlich cool. Drachenritterhelm. Ich weiß gar nicht mehr, wo wir das her hatten. Apropos Drache. Was ich noch gar nicht auf dem Schirm hatte, war eigentlich mal, dass wir mal hier hingehen sollten. Da habe ich letztens mal drüber nachgedacht. Wir haben hier nämlich so einen riesigen großen Drachen gehabt und wir sind damals hier einfach nur vorbeigeritten. Einerseits habe ich mich hier nie so richtig umgeguckt, überhaupt auf dem ganzen Plateau. Und wir sollten mal diesen großen Drachen da auch legen. Ich weiß nämlich nicht, ob das ein Boss ist. Hat auch nie irgendjemand halt in die Kommentare geschrieben, aber zu der Zeit, als ich da war, hatte ich jetzt auch noch nicht... Oh, lol. Okay, damit die hatte ich ja nicht gerechnet, aber auch gut. Wir sollten ja, genau, sowas sollten wir dann zwischen nachts auch mal abcampen. Ja, wie oft haben wir dich schon gesehen? Zwei oder drei Mal? Aua.
Okay, der hat auch immer noch was drauf. Ich muss mal ein bisschen aufpassen. Aua. Jetzt haben wir schon unser Dingens verloren. Mann, darf ich auch mal zuschlagen? Mein Gott, ist der stark. Holy shit. Okay, ich habe den komplett unterschätzt gerade. Heftig. Okay, dich möchte ich nochmal versuchen. Zu dir wollte ich eigentlich nicht. Ich wollte jetzt eigentlich über das Plateau rennen, aber... Dich nehme ich natürlich auch gern mit. Und da ist wieder der Händler. Also immer bei solchen Händlern auf jeden Fall. Zeitvertreib, Nachteinbruch. So, dann probieren wir es nochmal. Diesmal ein bisschen... Bisschen besser. Warte mal, der Händler ist jetzt immer noch da. Kommt der Typ jetzt überhaupt? Oder muss ich mich jetzt nochmal hier hinporten oder so? Nochmal dran setzen. So. Ja, jetzt ist der Händler weg. Okay. Jetzt geht's los. Hä? Ich habe gar nicht mehr mein Dingens hier drin. Warum das denn nicht? Na komm ran. Ah, Star-Sponster. Okay, let's go. Aua. Okay, was ist das gewesen? Kann ich gar nicht. Also ich weiß auch gar nichts mehr über den Bosskampf gegen den Typen. Muss ich auch sagen. Holy shit. Wow, okay. Ich konnte nicht mal mehr ausweichen. Alter, der Typ hat's echt drauf. Eine Klangperle des Gravitationssteinhändlers bekommen. Okay, ich gehe direkt mal weiter zum Drachen. Wir sehen uns da.
Und ein kurzer Cut. Ich befinde mich jetzt schon in Daendel, jetzt der Aschnan-Hauptstadt. Einmal kurz die Erklärung, warum es gerade so viele Cuts gab. Kommt ihr wahrscheinlich gar nicht so richtig hinterher. Das hatte folgenden Grund. Nachdem ich gegen diesen Klangperlenjäger gekämpft habe, hatte ich keinen Mikrofon-Sound mehr aufgenommen. Ich bin wohl irgendwann während des Kampfes an mein Mikro gekommen und das Kabel muss ich wohl irgendwie kurz gelöst haben. Also bei meinem Mikro selbst leuchtete das Lämpchen noch, dass es weiterhin halt stromversorgt ist, aber OBS muss wohl irgendwie die Verbindung irgendwie verloren haben. Deswegen hatte der kein Mikrofon-Sound mehr aufgenommen. Deswegen habe ich mir gedacht, okay, den Ritt zum Redrachen, den schneide ich dann einfach raus. Ich hatte da noch einen Ort der Gnade gefunden. Den hier. Aber mehr war da auch nicht. Ich glaube, ich habe hier irgendwo mittendrin in so einem Teich noch irgendwie so ein unbedeutendes Item eingesammelt und dann den Drachen besiegt. Der hat auch sonst nichts gegeben, außer diese 5 Drachenherzen. Und eine neue Drachenanrufung bei der Kathedrale der Drachenkommunion oder wie das Ding heißt. Das Ding habe ich mir auch einfach mal gekauft, genauso wie auch ein paar andere, die sich da irgendwie speziell angehört hatten. Und dachte, vielleicht können wir das mal ausprobieren, aber nee, glaube 28 geht nicht. Aber ich lese das mal kurz vor für euch. Überragende Anrufung der Drachenkommunion kanalisiert die Macht des ältesten Drachen Greyroll, verwandelt den Zaubernden in einen Drachen, der ein schreckliches Gebrüll ausstößt und die Angriffskraft und Verteidigung von Gegnern in der Nähe verringert. Greyroll war die Mutter aller Drachen und ließ alle wie Zwerge aussehen, wenn sie hoch wie ein Berg vor ihnen auftürmte. Ja, also recht großer Drache, das auf jeden Fall. Nur der da hinten ist größer, würde ich sagen. Der hat nochmal ein paar Meter mehr Spannweite an den Flügeln, würde ich sagen. Der erinnert mehr an so, wie heißt denn der, Balerion oder so? Dieser große Schrecken aus Game of Thrones oder House of the Dragon. Ja, und dann habe ich das eben dementsprechend gekauft und ich habe tatsächlich auch jetzt, habe ich jetzt nebenbei noch gesehen, auch durch, glaube ich, diese Anrufung, würde ich jetzt mal sagen. Vielleicht auch die anderen, die ich da gekauft habe, ein Achievement bekommen, nämlich, dass ich alle legendären Anrufungen und Zaubereien bekommen habe. Also gut, dass ich das jetzt geschafft habe, freut mich total. Und bin daraufhin halt dann hierhin geportet und habe... Bin das hier alles abgelaufen. Ich bin da hinten einmal reingelaufen und habe hier den Ort der Gnade geholt. Warum man den verloren hat, verstehe ich jetzt ehrlich gesagt nicht so ganz, weil da hat sich nichts geändert. Und bin hier so ein bisschen rumgelaufen. Hier ist aber nirgendwo was Besonderes. Den Typen, der ist noch neu. Seht, der Erdenbaum steht noch immer, hochgewachsen und unerschütterlich, unbekümmert angesichts der Flamme des Ruins. Haha, haha. Dann sind wir noch der Gold... dann sind wir noch golden, ne? Hört sich irgendwie komisch an, der letzte Satz. Dann sind wir noch golden, ne? Keine Ahnung, was er damit meint. Bis auf so ein paar goldene Sonnenblumen, glaube ich, habe ich jetzt nichts Spektakuläres gefunden. Ein Talisman gab es hier tatsächlich noch. Da kann man nämlich hier... konnte ich runter in die Kanalisation springen. Das mache ich jetzt nicht nochmal, aber unten auf dem Balken... da lag noch ein Item. Da ist man dann direkt wieder in der Kanalisation. Auch schön, dass es noch einen Eingang dahin gibt. Sehr, sehr cool. Keine Ahnung, warum das Ding jetzt hier an der Seite liegt, aber trotzdem ganz nett. Und habe mich hier halt dementsprechend die ganze Zeit umgesehen. Also das hat bestimmt eine halbe Stunde gedauert. Und damit war eigentlich die Folge dann auch schon vorbei. Also für euch jetzt eigentlich was Positives rausgekommen. Dadurch, dass ich keinen Sound aufgenommen habe, habe ich den ganzen Kram jetzt einfach mal rausgecuttet. Da hinten läuft jetzt noch ein Gargoyle rum. Und den habe ich auch schon besiegt. Aber der spawnt anscheinend neu, wie ich jetzt gerade merke, weil ich höre den wieder. Der ist ein bisschen buggy, habe ich das Gefühl. Also ich glaube nicht, dass das so soll, weil der läuft gegen der Wand bei mir. Keine Ahnung, was die Entwickler sich dabei gedacht haben oder ob das eigentlich wirklich ein Bug ist. Man kann hier auf jeden Fall einfach hoch, beziehungsweise auch auf der anderen Seite... Und da gab es dann noch einen uralten Drachenschmiedestein vor der Tafelrundfeste. Aber richtig rein komme ich nirgendwo. Und genauso auch hier, der Ort der Gnade, der hier irgendwo war, der ist, glaube ich, auch weg. Hier hatten wir, glaube ich, noch so einen starken Ritter. Und hier irgendwo war, glaube ich, ein Ort der Gnade, meine ich zumindest. Oh, jetzt läuft er gar nicht mehr gegen die Wand. Oh, letztes Mal ist er gegen diese Wand da oben gelaufen. Da stand er auf diesem Vordach und ist nach links gegen die Wand gelaufen. Keine Ahnung, ich habe den auf jeden Fall besiegt.
und habe das Item da unten eingesammelt. Also das war es eigentlich auch schon. Ich bin dann tatsächlich auch noch komplett bis zu der Arena da hoch, links und rechts und darunter und überall hin. Und da ist aber auch gar nichts gewesen. Nicht mal irgendwie so ein kleines Item. Ich springe jetzt hier nochmal runter, weil wie gesagt, da hinten ist nichts. Und bin dann auch noch hier an der Seite lang. Ich weiß auch gar nicht, was ich da alles gequatscht habe. Also, spannendes kann es eigentlich nicht gewesen sein. Nur, dass ich es hier alles ziemlich cool finde. Hier ist auf jeden Fall diese Wurzel. Also die ganzen Wurzeln, die hier an der Seite waren vom Erdenbaum, sind auf jeden Fall jetzt alle, weiß ich nicht, weggebrannt. Und der Rest liegt jetzt auf jeden Fall hier. Also bildet hier eine Brücke. Bringt mir aber auch nichts. Leider. Also, das verstehe ich jetzt eigentlich auch nicht. Warum haben die Entwickler sich die Mühe gemacht, hier eine Brücke zu erschaffen? Wenn man nur maximal diese Pflanze da besiegen kann, die ich auch besiegt habe. Da gab es doch nochmal die 5 Miranda-Blüten und die Giftblüte oder wie auch immer das heißt. Bin bis zum Ende gegangen und da war aber auch nichts. Also keine Items oder sowas. Nicht mal irgendwas Unspektakuläres. Also bis auf diese paar goldene Sonnenblumen, glaube ich, gab es hier nichts. Auf den Dächern, da gab es doch irgendwas. Ich habe jetzt leider vergessen, was es war. Kann auch jetzt nicht so was Besonderes gewesen sein. Keine Ahnung, aber hier über das Dach, über Dächer bin ich auch gelaufen. Ich glaube, da bin ich noch rüber. Und hier lag, genau, hier lag da was. So, aber da hinten... Oh Gott, ich stoße hier schon aus. Da hinten bin ich nicht weitergekommen. Also ich habe hier versucht, mit dem Schornstein darüber zu springen, aber das habe ich nicht hingekriegt. Also müssten wir jetzt eigentlich am Ende sein. Ich bin auch den Blitz komplett bis zur Spitze hochgelaufen, da war aber auch nichts. Also ja, sehr viel Erkundung mit gefühlt null Resultat. Ach ja, bis auf diesen Talisman, den zeige ich euch natürlich auch noch eben. Das ist der hier gewesen, also maximale LP deutlich erhöhen. Macht jetzt kaum noch einen Unterschied zwischen denen hier, aber trotzdem ganz nett. Ne, freue ich mich auf jeden Fall immer drüber, wenn man noch einen Talisman mehr bekommt. Soll es jetzt aber erstmal gewesen sein hier an der Stelle. Also ich meine, mit dem, was ich nämlich noch nicht erkundet habe und wollte jetzt aber eigentlich nur die Treppe hier hoch. Und das habe ich jetzt noch nicht gemacht. Da habe ich dann kurz geguckt, wie viel Zeit wir noch haben und dachte ich, oh Mist, eigentlich haben wir gar keine Zeit mehr. Die Folge ist bestimmt schon eine Stunde lang jetzt, weil ich hier so viel Zeit vertrödelt hatte in diesem ganzen Gebiet. Aber ja, jetzt da ich mal kein Mikro aufgenommen habe, würde ich sagen, können wir auch noch die Treppen hier hoch. Zumindest mal gucken, was es da noch gibt. Wie man jetzt hier an das Grab noch kommen soll, keine Ahnung. Wie gesagt, ich glaube nicht, dass ich da noch überhaupt noch rankomme. Ist hier noch was? Nö. Sind auch gute Verstecke eigentlich, aber naja. Aber echt komisch, dass es hier gar nichts mehr gibt. Also ich hätte ja hier neue Items versteckt oder so. Vielleicht würde es ja hier Items geben, wenn ich keine eingesammelt hätte. Stimmt. Hier unten, da gab es die Typen, gab es noch als Gegner und den Gargoyle da hinten. Das war's aber. Also sonst keine. Überhaupt nichts. Keine Ritter, keine Typen. Aber wie gesagt, also vielleicht gibt es hier noch ein paar Items mehr zu holen, wenn man das Gebiet hier, wo man, keine Ahnung, irgendwelche Schlüssel-Items hier nicht geholt hat. So. Ja, genau. Bis da oben hingefahren bin ich. Und dann ist mir das aufgefallen. Tatsächlich, die Treppen bin ich hier sogar noch hochgelaufen. Ich glaube, sogar während der Fahrstuhlfahrt ist mir das aufgefallen. Und dachte ich so, oh, shit. Da ist was schiefgelaufen. So. Ah, die Treppen, genau, die waren das. Da bin ich jetzt noch nicht so wirklich hoch. So. Was befindet sich denn hier? Okay, da steht aber einer. Der sieht aber eher so aus wie ein NPC. Aber zumindest steht hier mal einer. Das sieht aber auch aus wie ein Bosskampf. Okay, Moment. Bin ich überhaupt vorbereitet? Eigentlich ja. Ich war ja nochmal an einem Feuer jetzt. Ja, dann lass uns den mal probieren. Bin gespannt, was der drauf hat. Nachher ist es gar kein Gegner, sondern ein NPC, mit dem ich reden kann. Oh, offen hier. To become Elden Lord. What a sad state of affairs. I commend your spirit, but alas, none shall take the throne. Queen Marika has high hopes for us.
that we continue to struggle onto eternity. Krass, okay. Dadurch, dass wir, glaube ich, den Baum jetzt... Oh. Den Baum jetzt abgefackelt haben, ist er jetzt mad auf uns. Oh Gott, ist der strong. Ich bin ja schon fast tot. Alter, was hast du denn alles? Du hast ja alles gefühlt. Alle Zaubereien, die Allwissen, ne? Ja, das passt, ne? Uiuiui. Okay. Wann darf ich angreifen? Die Frage. Oh mein Gott. Holy shit. Okay, what the fuck? Okay, ich komme gar nicht zum Angreifen bei dem. Der hat ja so viel drauf und so schnell. Muss der auch irgendwann mal Mana schlürfen? Meistens nicht, ne? Bosse sagen da eher nein. Okay, hier an der Seite war ein Start von Marika. Okay. Hab ich gar nicht gesehen. Heilige Scheiße. Okay, ich weiß gerade gar nicht, wie ich da rankommen soll. To be honest. Das wird heftig. Okay, warte mal. Wie viele Runen hatte ich? 138.000. Mist. Damit hätte ich hier nicht reinlaufen sollen. Alter, Vater. Oh mein Gott. Oh Gott, Leute. Holy shit. Ich möchte zumindest mal gucken, wie viel Schaden ich mache. Ob sich der Kampf überhaupt lohnt. Oder ob ich hier das Let's Play beenden soll. Ach du meine Güte. Okay. Ich möchte zumindest mal Schaden machen, bevor ich euch rauscutte, beziehungsweise nicht mehr kommentiere. Ich meine, dann können wir gerne mal... Dann kann ich dem ja einfach mal die 50 Tries geben. Ja, mit einer Asche wäre das jetzt super easy. Wieso konnte ich nichts einsetzen? Scheiße, irgendwie konnte ich gerade nichts einsetzen. Zuschlagen kann ich, gut. Ja, doch, geht. Ja, Schaden ist in Ordnung. Nichts Spektakuläres. Oh Gott. Alter, er macht so viel Schaden. Okay, warte, warte, warte. Wir können unsere Ausrüstung erstmal anpassen. Das sollte ja wohl machbar sein. Oh shit, schon drei Tode. Ey, das, wir hatten schon echt viele Tode jetzt gegen den Typen. Ach ja, das habe ich noch gar nicht gesagt. Ne? Der Drache war echt lächerlich. Fand ich den Kampf fand ich eher so okay. Irgendwie habe ich mehr erwartet. Den hätte ich ja damals schon besiegen können. Das Ding könnten wir eigentlich auch mal austauschen. Nee, komm, scheiß drauf. So, und zwar körperlichen Schaden enorm. Das brauchen wir gar nicht. Resistenz gegen magischen Schaden erheblich erhöhen. Das brauchen wir auf jeden Fall. Das wäre auch nicht schlecht, aber egal. Da verzichte ich mal drauf und mach lieber vielleicht das hier auch noch mit rein. Resistenz gegen nicht körperlichen Schaden. Also es müsste sich ja irgendwie staggern. Stacken meine ich, nicht staggern. Also dass ich nicht körperlichen Schaden bekomme ich ja einerseits und magischen Schaden ist es auch. Also sollte ja beides mir helfen. Nicht mehr so viel Schaden zu bekommen. Next try, würde ich sagen. Mal gucken, ob er mich jetzt vielleicht nicht sofort killt. Das wäre auf jeden Fall wünschenswert. Mal gucken, ob ich nochmal in meine Runen rankomme. Nee, oh Gott, nicht wirklich. Ich sterbe. Okay, was ist das, was er sich da gibt? Irgendeine Art Schutz. Meine Güte, wenn ich mein Schild nicht oben habe. Okay, wir machen gut Schaden. Der kriegt schnell Blutung. Aber der macht so viel Damage. Immer noch. Holy moly, was soll ich dagegen tun? Bin am Grübeln.
Also einerseits können wir unser Schild ändern. Irgendwas, was mehr magisch bringt, aber das ist alles... Das ist alles so, puh. Nicht wirklich bemerkenswert, würde ich sagen. Oh, hier, sowas. Weisheit 10. Der wäre ja so richtig gut. Alter, das Schild ist ja mega nice. Okay, Moment, den brauchen wir. Weisheit 10. Ein Punkt auf Weisheit kriege ich ja wohl hin. Den will ich die ganze Zeit tragen. 100 körperlich ist ja mega gut. Und dann auch 89 magisch. Natürlich, der hat gegen Blitz und Heilig wenig. Obwohl, der setzt auch Heiligmagie ein, ne? Ja, okay. Vielleicht doch doof, wenn der mit Glaube anfängt zu casten. Kommt halt sehr viel durch. Magisch dann aber gibt wieder wenig. Was ist denn das dazwischen? Zu was gilt denn zum Beispiel Blutmagie? Ist ja... Ist das dann auch heilig, weil das eine Anrufung ist? Kommt das darauf an, in welcher Kategorie das steckt? Ja, das ist eine gute Frage. Das hier ist aber auch schon gut. Das war doch 15 Weisheit. Ach du meine Güte. Damit. Ich hätte auch nichts gegen so ein Großschild. Aber das braucht so viel Stärke immer gleich. So viel Stärke will ich gar nicht investieren. Ameisenschild. Also diesen einen Weisheitspunkt, den würde ich sehen. Für dieses hier, aber der Glaubenswert geht halt so heftig runter. Da ist es vielleicht dann wirklich gut. Glaubensverteidigung geht halt wirklich runter. Deswegen, eigentlich ist unser Schild gut dagegen. Macht von beiden zumindest die Hälfte weg. Ich weiß nicht, ob das hier mir wirklich was bringen würde. Ich glaube, das sollte nicht die Sache sein. Ich könnte vielleicht... Wo kann man sowas nachsehen? Hier. Vielleicht irgendwie sowas machen. Erhöht alle Schadensresistenzen. Erhöht die Resistenz und heilt Effekte. Aber Schadensresistenzen. Ich bin mir nicht so richtig sicher, was damit gemeint ist. Also Schadensresistenzen sollte eigentlich auch magisch und Glaube sein. Und ja, aber das könnte mir tatsächlich wirklich helfen. Also das hier. Brauche auf jeden Fall Verteidigung gegen den. Das ist das Ding. Also das hier, glaube ich, rettet mir hin und wieder mal den Arsch. Verringert den Schaden deutlich, aber das hilft mir gegen einmal nur was. Habe ich sonst nichts? Schicklichkeitsschub, Stärkeschub. Nichts, was irgendwie mir irgendwie Verteidigung gibt. Also magische Verteidigung vor allem. Ne, anscheinend nicht. Das ist ja bitter. Was denn mit unserer Rüstung? Wie sieht die denn aus? Magisch ist die nicht so gut, ne? Aber so viel besser sind, glaube ich, die anderen Rüstungen auch nicht. Das hier ist ein bisschen besser magisch, aber das... Ich glaube nicht, dass das hier so unbedingt... Hier, unsere alte Tracht. Die war immer richtig gut gegen magisch. Da könnten wir wohl hingehen. Dann ziehen wir uns nochmal unsere alte Tracht nochmal hier an. Machen wir das vielleicht nochmal. Vielleicht bringt das ein bisschen was. Irgendwie, eigentlich bin ich nicht so ein Fan davon, die Rüstung zu ändern, nur wegen so ein paar Werten. Weil ich glaube nicht, dass das irgendwie groß was ausmacht. Ja, komm... Ich habe eigentlich keine Lust, das hier auch alles noch zu ändern, aber juckt ja nicht. So, was haben wir hier unten im Angehabt? Auch irgendwie solche Dinger hier, Kriegsbeinwickel oder so. Stimmt. So, jetzt nochmal in diesem Outfit. Ja, keine Ahnung, irgendwie glaube ich nicht, dass das mir was bringen wird. Ich könnte, ja, Spiel, darf ich jetzt noch weiter... Wow, Ultra-Lag des Todes. Oh, die Reichweite reicht wohl nicht. Okay, jetzt ist das Spiel ordentlich am Meckern. Keine Ahnung, was da schon wieder los ist. Nervig. Oh, Wucht. Aber vom Feinsten.
Oh, oh. Uiuiui. Mein Gott, was haben die denn für eine Reichweite? Ich dachte, das ist so ein Nahkampfkram. Ah, warte mal, der hat sich gerade geheilt, ne? Das ist eine Sau. Okay, jetzt hat er nichts mehr. Nice. Okay. Zepter des Allwissenden. Helm. Okay, Rüstung. Nice. Ich bilde mir jetzt mal nicht ein, das liegt an der Rüstung, die wir hier gerade angezogen haben. Das wäre, also, keine Ahnung, die so viel Schaden hat, die nicht abgewehrt. Aber wer weiß, vielleicht hat's wieder an meinem Mindset was sich ein bisschen gedreht. So, der Helm. Ein mit unzähligen Augen und Ohren besetzter Helm stammt von Gideon Ofnir, dem Allwissenden. Wahres Wissen beginnt damit, seine eigene Ignoranz zu erkennen und der Einsicht, dass die Suche nach Wissen niemals enden wird. Aber als Gideon einen Blick in Königin Marikas Willen warf, ergriff ihn kalte Furcht. Furcht vor dem Ende, das nicht sein darf. Stimmt, da sind echt so Ohren dran und oben sind Augen. Sehr weird. Ich habe das immer für Muscheln gehalten, weil der in dieser Anfangssequenz ja auch in so einem Sarg lag, wo überall Muscheln waren. Oder waren das auch Ohren? Und ich habe das falsch erkannt. Er hat seine Ohren überall. Aber warte mal, also er hat einen Blick in Marikas Willen geworfen und dann hat er Angst, dass es nicht dass es enden wird, aber er meint, es darf nicht enden. Das ist interessant. Also Marika wollte, dass irgendwas endet. Vielleicht hat sie keinen Bock mehr auf den ganzen Scheiß. Was auch immer damit dann auch gemeint ist. Keine Ahnung. So, die Rüstung. Wo haben wir denn seine? Hier unten irgendwo? Hat er so eine schwere Rüstung? Das da vielleicht? Nee, Veteranenrüstung. Nee, das ist... Hier ist die. Okay, eine mit unzähligen Augen und Ohren besetzte Rüstung. Hier auch, ja. Ohren, Augen, sehe ich alles. Okay. Das ist der gleiche Text. Oh, der ist ja cool. Okay, finde ich ganz nice eigentlich seine Rüstung. Mal gucken, wie der Rest so aussieht. Erstmal finden natürlich. Schulpen. Auch. Oben Ohren, unten Augen. Finde ich auch nice. Und dann noch die Beine. Auch mal im Großansicht. Also hier sehe ich die Augen. An den Knien schonern, aber keine Ohren. Also irgendwas ist unter den Knien noch. So ein paar Verzierungen. Ja, und sowas Komisches über den Zehen, aber... Ach, da hinten. In der, wie heißt das? Kniehöhle, glaube ich. Ja, da sind Ohren, glaube ich. Von hinten sieht das halt richtig cool aus. Von vorne finde ich das nicht so nice. Aber von hinten, also die ganzen Tücher und so, das finde ich schon richtig cool. Aber so von vorne hat schon wieder so ein bisschen dieser Augencharakter von dem Riesen. Das ist auch unten, die Knie sind auch so Augen, oder? Die so halb offen sind. So ein bisschen wie an der Brust. Ja, wie gesagt, also oben finde ich das eigentlich nicht so geil, aber... dafür von hinten, das meine ich. Von vorne finde ich das nicht so geil, aber von hinten. Da gefällt mir meine Rüstung aber immer noch am besten. Die finde ich nämlich überall schön. Alter Vater, okay, cool. Eigentlich ein cooler Gegner. Also der hat halt wenig Energie. Oh, ich habe meine Ruhe noch behalten. Nice. Können wir sogar noch ein Level-Up machen. Könnten wir jetzt rein theoretisch mal einen Punkt auf diese auf Weisheit geben. Dass wir rein theoretisch sogar noch mal auf das Schild gehen. Obwohl ich glaube nicht, dass jetzt noch so Weisheitsgegner kommen. Ich glaube eher am Ende begegnen wir noch mal eher so einen Glaubensgegner oder so. Wenn es Marika sogar selbst ist. Keine Ahnung.
Also Marika wird nur Glaube können und keine Weisheit. Aber du, let's go. Wir gehen da jetzt nochmal drauf. Dann können wir das Schild hier auf jeden Fall mal tragen. Falls da mal was sein sollte. Ich muss hier unbedingt nochmal aufräumen. So, jetzt erstmal hier wieder anders machen. Hier und das hier, würde ich sagen. Dann passt das jetzt auch wieder. So, gibt es hier nochmal wieder was Neues? Hier sind auch die Wurzeln. Ne, gar nicht. Hier ist die Wurzel. Die habe ich gesucht mit der Wiege. Ja, hier sind wir damals Godfrey begegnet. Da sind wir von da gekommen. Haben wir noch... Warte mal, wir haben noch was bekommen. Ich meine doch, das ist noch ein Gegenstand mehr. Und zwar das Zepter. Mit Weisheit. Cool. Ein Zepter in Form einer Hand. Ja, stimmt. Die eine Perle umklammert. Die typische Waffe von Sir Gideon Ofnir dem Allwissenden. Die Perle symbolisiert die Welt, die Himmel und ein Auge. Warte mal, was? Die Perle symbolisiert die Welt, die Himmel und ein Auge, das unablässig nach allem Wissen der Welt sucht. Auch wenn dieses Ziel unerreichbar ist, greift die Hand des Allwissens stets danach. Ah, das ist eine coole Symbolik. Einzigartiges Talent, allmächtiges Wissen. Hebt das Zepter, um das Reich des Allwissenden zu manifestieren. Innerhalb des Wirkungsbereichs sind die Magie- und Heiligschadenresistenzen reduziert. Sowohl bei den Gegnern als auch bei euch. Ui, okay. Hat das bei uns auch, hat das gerade eingesetzt irgendwann mal? Mir war nicht so. Okay, hier kann ich rein theoretisch wieder in die höhere Ebene. Aber zurück wird es nicht gehen. Da ist nämlich das ganze Ding... abgebrochen, kaputt. So, ich hatte hier aber gesehen, man kann... Ach wohl, da waren wir schon mal, ne? Das ist tatsächlich noch da. Das hatte ich nämlich von da mal irgendwie gesehen. Dass wir uns das merken sollten. Dass hier so eine Wurzel runtergeht, aber... Hier war mal ein Item. Das hat mir damals aber schon geholt. Das ist aber interessant, dass das Item würden die einen noch lassen. Da kann man dann immer noch ran. Ich weiß nicht, was da lag. Aber vielleicht war das ja ein wichtiges Item. Oh, wir kommen den Flammen immer näher. Aber wir werden nicht durch die Tür kommen. Ich frage mich nur, da wo Morgoth war, ob da jetzt nochmal ein neuer Boss ist. Ob wir da theoretisch auch schon einen Boss besiegen können, bevor wir den Erdenbaum reingehen. Aber dazu brauchen wir nochmal Lenya. Ja, keine Ahnung, ob da oben eine Nebelwand ist. Wir gehen da gleich mal vorbei. Warte mal, können wir da überhaupt hin? Ich gehe ja davon aus, oder? Wäre komisch, wenn nicht... Waren diese Leichen hier damals auch schon? Stimmt, oder? Ich kann mich da nur nicht dran erinnern. Da ist aber auch nochmal so ein Dude. So, lass mal ganz kurz nochmal oben schauen. Nur der Vollständigkeit halber. Ob man jetzt auch Sir Gideons Rüstung irgendwie sich kaufen... Ach nee, warte mal, kaufen kann. Ich habe die ja bekommen. Aber irgendwas, keine Ahnung, so Echo haben wir nicht bekommen. Wir haben eigentlich alles von dem bekommen. Eigentlich ein Zauber wäre noch cool gewesen. Moment. Ach so, das ist ja gar nicht der Weg. Wir müssen sogar hoch, die Wurzel. Stimmt. Ich dachte gerade, wo geht denn der Weg jetzt hier nochmal hin? Er ist zurück. Der Fürst ist endlich wieder zurückgekehrt. Unser allererster Fürst ist zurück, um erneut den Eldenring zu führen. Was? Unser allererster Fürst ist zurück? Wer war denn der erste Fürst? Godfrey oder nicht? Oder Radagon? Radagon, warte mal. Wer war denn der erste Eldenfürst? Ah, verdammt, ich weiß das gerade gar nicht mehr. Marika hat... Also Radagon war der, der auch mit Renala zusammen war. Und der hat dann Renala verlassen, um mit Marika durchzubrennen. Aber ich glaube, Marika war genauso auch vorher mit Godfrey liiert und hat ihn dann auch verlassen, oder? Heißt es dann möglich, dass der Godfrey jetzt noch ist? Der richtige Godfrey? Würde doch eher passen, wäre der hier unten gewesen. Holy shit, habe ich jetzt noch einen Boss hier? Das wäre so nice. Würde mich mega freuen. Vor allem, wenn es Godfrey wäre. Okay, hier... Oh, da ist ein Item. War da nicht jemand? Oder war das... Nee, das war letztes Mal auch schon leer. Das war hier Morgoths Schlafraum. Heilung des Erdenbaums. Da ist auf jeden Fall noch ein Boss. Oh, wie geil. Okay. Wie nice. Ich habe neben Malenia jetzt noch einen Boss mehr. Das ist richtig gut.
Und eine neue Anrufung. Heilung des Erdenbaums. Wollte das jemand casten oder macht das gerade jemand? Eine uralte Anrufung des Erdenbaums heilt beim Zaubernden und dessen Verbündeten in der Nähe eine gewaltige Menge LP. Halten, um weiter zu beten und die Aktivierung zu verzögern. Einst stand der Erdenbaum in voller Blüte, wenn auch nur für einen flüchtigen Moment. Aber so ist der Lauf des Lebens. Glaube 42. Was ist eigentlich der höchste Glaubenswert? Hier, 50. Eldensterne. Was war das denn? Eldensterne? Erzeugt ein Schauer goldener Sternschuppen, die das gesamte Gebiet überziehen. Krass. Angeblich entsandte der höhere Wille vor langer Zeit einen goldenen Stern mit einer Bestie in das Zwischenland. So entstand der Eldenring. Holy shit, okay. Wo haben wir das Ding denn her? Kann ich mich gar nicht dran erinnern. Hört sich super episch an. Eldensterne. Holy shit, das ist auf jeden Fall auch eine der legendären Anrufungen hier. So hört sich es aber auch an. Aber eine Bestie in das Zwischenland und so entstand der Eldenring. Der höhere Wille. Okay, der höhere Wille war für mich immer so die Gottheit über den Glaubenskram. Und der Vollmond oder irgendwie so Nachtding, keine Ahnung, wie man das vielleicht nennt, war für mich immer so der Gott von dem Magiekram. Und da gab es da noch irgendwie diesen Wahnsinnskram. Ich habe keine Ahnung, wie der hieß. Und dann, also der hatte dann, also, Moment. Also der höhere Wille müsste dann sozusagen diese zwei Finger haben. Und dieser Wahnsinnstyp die drei Finger. Der Magietyp hat irgendwie gar keine Finger, glaube ich. Also hergesandt, sondern, ich weiß nicht, vielleicht eigentlich eher so die Mond und Sterne. Also irgendwie so die Typen, diese Astell-Dinger, irgendwie sowas in der Richtung. Ich glaube, das hätte am ehesten was mit Magie zu tun und diese ewige Nacht und so. Und dann haben wir irgendwie noch einen Gott des Blutes gehabt. Ich habe aber keine Ahnung, kann man das irgendwo nochmal nachlesen? Und ein Gott des Feuers, stimmt. Den hatten wir auch noch. Und ein Gott der Dunkelheit, glaube ich, auch. Moog, Bluteids. Aber hier steht nichts darüber. Die rasende Flamme. Vielleicht hieß der auch so. Einfach der oberste Babbo. Und die Drachen vielleicht auch noch irgendwie eine Art Gott haben. Keine Ahnung. Ja, weiß ich nicht. Und vor dem Erdenbaum muss ja auch noch ein Erdenbaum existiert haben, weil es diesen Schmelztiegel da unten gab. Also davor gab es nicht den Erdenbaum, sondern es gab davor schon mal einen Baum. Ob der jetzt so groß und gewaltig war wie der Erdenbaum, keine Ahnung. Aber es muss schon mal davor einen großen Baum gegeben haben, wo das erste Leben irgendwie raus entstanden ist. Und zumindest hatte ich das irgendwo mal verstanden. Und der war dann der Ursprung für den Erdenbaum, den wir jetzt haben. Vielleicht war der alte Baum auch der mal so wie der hier jetzt auch. Und war auch so mächtig groß und der wurde einfach so mit Gold überzogen, keine Ahnung. Ja, irgendwie so, keine Ahnung. Aber jetzt haben wir hier noch eine Anrufung mit dem, dass der ein Biest. Eine Bestie nach unten geschickt hat. Einen goldenen Stern mit einer Bestie dazwischen. Und so entstand der Elden Ring. Das ist super interessant. Also, wenn ich das schon mal gelesen habe, dann frage ich mich, ob ich mir da schon Gedanken zu gemacht hatte. Oder ob ich das einfach so erstmal hingenommen habe. So, wollen wir da jetzt auch noch rein? Moment. Nee, 37 Minuten habe ich jetzt schon wieder. Das heißt, die Folge ist schon eine Stunde lang. Ich darf jetzt nicht mehr. Oh Mist. Ich würde so gerne. Hallo? Ja. Aber ich weiß auch nicht, ob ich da unbedingt rein möchte oder das Malenia besiegen möchte. Das ist halt das Ding. Das hatte ich dir. Die Frage habe ich mir schon gestellt, als ich hier das alles erkundet habe. Das ist jetzt leider nicht mehr in der Aufnahme drin, aber die Frage habe ich mir während des Erkundens gestellt, ob das so klug ist, dass ich mich jetzt hier schon umgucke oder ob wir erstmal Lenya besiegen sollten. Aber jetzt bin ich eh schon hier. Ich würde sagen, bei der nächsten Folge mache ich den Boss hier platt, Malenia dann auch platt im ersten Try und dann mache ich das Spiel durch. Also nächste Folge, letzte Folge, würde ich sagen. Ja, wird wahrscheinlich wohl nicht so sein. Wahrscheinlich brauche ich noch so 5, 6 Folgen, keine Ahnung.
Bis ich es dann irgendwann habe. Aber von hier aus kann man übrigens diese Kackdinger auch sehen. Da habe ich noch so gedacht, was ist das für eine Stadt? Aber das sind diese Eissäulen. Das ist so krass. Das sind die Eissäulen, die hier drauf sind. Diese Bäume oder was auch immer das sind. Keine Ahnung. Wirkt ja ein bisschen so. Ja, aber wie gesagt, dann gehen wir beim nächsten Mal hier noch durch. Ich bedanke mich auf jeden Fall wieder fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Haut rein!